Haben Sie auf dieses YouTube-Video geklickt, weil Sie wissen, worum es bei NEOM geht und einfach nochmal gespannt sind, was ich dazu zu sagen habe? Wenn nicht, ganz ehrlich, dann geht es Ihnen genauso, wie es mir ergangen ist, als ich hier über die Messe geschlendert bin. Und wir sind hier an einer Bewirtungszone vorbeigegangen. Und man ist ja neugierig und man guckt, worum geht es denn bei Tonomous.NEOM. Und dann habe ich vom Johnny, unserem Kameramann, erfahren, der jetzt hier freundlicherweise einmal durch die Lobby hier so durchschwenkt, dass NEOM nichts anderes ist, da habe ich mich auch ein bisschen erkundigt, als streng genommen eines der, wenn nicht sogar das größte Projekt der Menschheitsgeschichte. NEOM ist finanziert vom saudi-arabischen Königshaus. Wenn ich das jetzt auswendig richtig weiß, von Mohammed bin Salman, dem das Ganze 500 Milliarden Dollar wert ist. Und zwar hat man ein Gebiet in Saudi-Arabien auserkoren, das streckt sich auch über Jordanien und Ägypten, wo man dann sagt, das ist ein eigenes Gebiet. Es wird zwar politisch immer noch von Saudi-Arabien betreut, aber soll steuerrechtlich und sozial eine separierte Geschichte sein. Und Kernprojekt von NEOM ist die Stadt The Line. Das ist eine künstlich gebaute Stadt, 500 Meter breit, doch 170 Kilometer lang und 200 Meter hoch. Ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig auswendig gelernt. Offensichtlich nicht. Johnny schüttelt den Kopf. Aber gut, Sie können es ja nachgoogeln. Also mehrere Millionen Einwohner, ich lege mich da nicht fest, sollen in dieser Stadt oder in dieser Community ein Zuhause finden. Und das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Stadt, die man künstlich aufschüttet, sondern interpretiert von dem, was auf der Webseite steht, eine zivilisatorische Revolution, die das Leben der Zukunft abbilden soll. Man kann jetzt für sich selber entscheiden, ob das eine Utopie oder eine Dystopie ist. Auf jeden Fall soll das Ganze CO2-neutral sein, soll 95% der Fläche für die Natur immer noch frei halten, ohne Straßen, ohne Autos. Und Gedanke dieser hochtechnisierten Zukunftswelt soll sein, Saudi-Arabien einen ganz großen Part am zukünftigen Kuchen der Wirtschaftsmacht zu geben. Und hier diese Firma Tonomous, das ist die Tech-Firma, die zum, ich sage jetzt mal, Mutterkonzern NEOM gehört. Und die machen hier nichts anderes, als auf Funding-Suche gehen. Das heißt, man möchte hier auf der CES gezielt Tech-Firmen ansprechen, weshalb diese Lobby auch sehr nah zur Central Hall ist, um einfach als Firmen zu erleichtern, nach Saudi-Arabien zu kommen. Und hier sind nette Damen, die begrüßen hier alle Zuschauer. Man kriegt schöne, nette Werbegeschenke und so ein Catering gibt es hier auf der ganzen Messe nicht. Es tut gut, hier nach einem harten oder in einem harten Messetag hier einfach mal was Leckeres zu sich zu nehmen. Also es wird einem erleichtert. Und dann kommen da so Damen zu einem zu und sagen dann, oh, you're a smart, good-looking guy, you know what you're speaking of, bla bla bla. And you know what? Come to Saudi Arabia, the Middle East needs you. Das ist so der Kontext, dass man wirklich probiert, Leute zu sich zu ziehen. Dass das jetzt kein absolutes Hirngespinst ist, beweist auch der Umstand, dass NEOM auch die asiatischen Winterspiele 2029 abhält. Der Flughafen ist schon fertig, man arbeitet da mit sehr viel Energie, Geld, Hochdruck und Ambition dran. Und einfach nur allgemein, weil es für mich ehrlich gesagt auch neu war, habe ich gedacht, ich packe das mal ins Video unten. Gibt es dann auch noch mal einen kleinen Link und vielleicht ist das ja auch was, was jetzt einfach mal so für Sie Neuland ist und Sie interessiert. Und dann hat das YouTube-Video schon seinen Zweck erfüllt. Ansonsten kurze Info noch, damit Sie uns einordnen können. Ich bin von der Firma Takeoff Media. Wir bauen luxuriöse Heimkinos, komplett schlüsselfertig. Und das ist der Grund, warum wir hier auf der CES sind, auf der Suche nach Audio-Video-Highlights, nach Trends der Zukunft. Wenn Sie das interessiert, dann lohnt sich ein Abo bei unserem Kanal. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit und den Klick auf dieses Video.